Willkommen zu einem neuen Roblox Roleplay Video. Heute leben wir einen ganzen Tag lang als Prinzessin. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert super gerne den Kanal, da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann let's go! Oh mein Gott, ein weiterer wunderschöner Morgen hier im Königreich. Aber wie starte ich den Tag am besten? Jeder weiß, einen neuen Tag beginnt man mit Elan, aber ich glaube, ich beginne ihn mit einer Rutschpartie. Hier ist die Rutsche und let's go! Yay! Aber nach einem spaßigen Morgen fehlt natürlich ein gutes Frühstück. Und jeder weiß, es sind Pfannkuchen. Butler, ich hätte gerne eine große Portion Pfannkuchen, bitte. Dankeschön, ich setze mich hinten an den Tisch. Der Kamin ist auch schon an. Perfekt. Oh mein Gott, das ist so wunderbar, eine Prinzessin zu sein. Und man hat Personal. Guten Morgen, Prinzessin. Oh, das ging ja schnell. Die sehen gut aus. Aber lass mich noch kurz Ketchup aus dem Kühlschrank holen. Jeder weiß, Pancakes mit Ketchup ist eine ganz andere Geschmacksexplosion. So. Oh, lecker, Pizza. Naja, gut. Haben wir keinen Ketchup mehr? Tut mir leid, Prinzessin. Ich esse jeden Morgen Ketchup auf meine Pfannkuchen. Wie kann das denn sein? Na gut, dann müssen wir vielleicht einfach mal einkaufen. Dann esse ich halt so die Pfannkuchen. Soll ich eins holen? Ah, ja, das wäre so freundlich. Vielen Dank. Oh, ist das nicht... Okay. Bitte sehr, Prinzessin. Das ist aber eine große Ketchupflasche. Gerne ganz viel auf alles drauf. Danke. Ah, perfekt. Vielen Dank. Oh, so schmecken sie direkt viel besser. Aber genug mit Frühstück, die Pflicht ruft. Lass uns zu meinem königlichen Thronsaal schreiten. Und dann kümmere ich mich natürlich um die Anliegen meiner lieben Untertanen. Okay, so, dann bin ich bereit. Man schicke meinen ersten Untertanen zu mir hinauf. Ah, hallo, guten Tag. Ich bin Ronja, wer bist du? Hallo Prinzessin, ich bin Alex. Alex, schön dich kennenzulernen. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ich habe ein lebenswichtiges Anliegen. Aha, ich höre. Ohne dem könnte es schlimmste Folgen haben. Oh mein Gott, Alex, das klingt ja wirklich furchtbar. Lass mal hören. In der Schule. Geben Sie uns Hausaufgaben. Das kann so nicht sein. Oh mein Gott, Alex. Du hast absolut recht. Das klingt ja furchtbar. Okay, Alex, nicht verzagen. Ich werde direkt mit meinem königlichen Berater darüber sprechen. Einen Augenblick. Hallo, Nilpferd. Okay, wir sind hier mit dem Anliegen der Hausaufgaben gerade beschäftigt. Ja, verstehe. Ja, du hast recht. Alles klar, kein Problem. Ich habe mich beraten. Hausaufgaben sind ab jetzt abgeschafft. Danke, Prinzessin. Kein Ding. Yay, endlich zocken. Hab einen schönen Tag. Wieder einmal konnte ich einem weiteren Untertan helfen. Dankeschön, allwissendes Nilpferd. Dein Rat war mal wieder goldrichtig. So, ein perfekter Nachmittag ist natürlich nicht komplett, wenn man nicht am königlichen Wasserfall ein bisschen entspannen kann. Ah, das tut gut. Das schöne warme Wasser. Ah, der ist mir direkt verleitet, ein kleines Nickerchen zu machen. Ich höre die Vögel zwitschern. Ich sehe keine Blumen. Entschuldigung, Gärtner. Warum sind hier keine Blumen? Weil die im Wasser nicht wachsen. Ah, Mr. Neunmal Klug. Schon mal was von Seerosen gehört? Im Salzwasser? Salzseerosen vielleicht? Natürlich. Ich kümmere mich drum. Alles klar. Schön zu wissen, dass ich meine besten Leute dran habe. Okay, perfekt. Dann möchte ich nicht mehr gestört werden. Tut mir leid, Prinzessin. Okay, wo waren wir? Wir können uns entspannen. Die Vöglein zwitschern. Bald werde ich auch Salzseerosen hier erblicken an meinem kleinen Ort. Oh mein Gott, es ist schon so spät. Es wird ja schon dunkel. Okay, 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 dann muss ich schnell nach Hause und mich umziehen, damit ich nicht zu spät komme. Okay, perfekt. Jetzt muss ich mich nur noch umziehen. Ich bin gerade noch rechtzeitig nach Hause gekommen. Wo ist mein kleiner Schrank? Er ist hier hinten. Nee, warte, hier ist mein Bad. Oh mein Gott, es ist so verwirrend in meinem eigenen Haus. Ah, hier ist mein kleiner Schrank. So, und das war's auch schon. Okay, jetzt muss ich schnell los. So, und da sind wir auch schon beim diesjährigen königlichen Ball. Oh mein Gott, hallo Elisa. Ronja, so schön, dich zu sehen. Schön, dass man dich auch mal wieder sieht. Schön, dass du auch zum Ball gekommen bist. Ich werde kurz noch die anderen Gäste begrüßen, wahrscheinlich gleich. Aber lass uns gleich unbedingt noch hin. Oh mein Gott, warte, ich habe eine Idee. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Okay, 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 okay. Unten beim Ball ist doch... Genau, perfekt. Zack. Jetzt hoffen wir, dass Elisa noch nicht weg ist. Und, wo ist sie? Ah, da, perfekt. Okay, Elisa, guck. Ich bin eine jonglierende Popcorn-Prinzessin.
Ronja, wie kommst du denn auf sowas? Ach, ist mir nur gerade eingefallen. Man muss ja auch irgendwo ein bisschen Spaß im Leben haben. Du bist immer so lustig. Oh mein Gott, aber ich sehe, die Ballettstunden zahlen sich aus langsam bei dir. Wow! Ja, es macht mittlerweile mega Spaß. Kann ich mir vorstellen. Okay, es war super schön, dich zu sehen. Lass uns vielleicht morgen treffen, dann können wir zusammen über die Sachen von unseren Untertanen entscheiden. Wie klingt das? Ja, klar. Okay, dann mach's gut. Was für ein ereignisreicher Tag. Endlich eine Runde schlafen und da geht morgen wieder alles los. Es war voll der lange, aber dafür super schöne Tag. Ich bin so froh, dass ich Prinzessin bin und hier mein Königreich habe und meinem Volk dienen kann. Und es macht alles auch noch so einen Spaß. Wer sagt denn, dass es langweilig sein muss, eine Prinzessin zu sein? So, das war's mit dieser Folge Roblox, ein Tag im Leben einer Prinzessin. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Das würde mich wahnsinnig freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und erster Link in der Beschreibung. Schaut unbedingt vorbei, denn da ist mein niegelnagelneuer Merch. Falls ihr den noch nicht habt, das Winterdesign gibt es nur noch bis Ende Januar. Also schnell sein lohnt sich. Dann seid ihr einer der wenigen, die das besitzen. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.